Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik, dritter Teil. Bessere Puffer. Was hatten wir? Allerdings brauche ich immer 1, 2, 3, 4 Kombinatoren. Das kann man anders machen. Eleganter. Das habe ich hier aufgebaut. Eingang, untere Grenze. Untere Grenze, Kupfer, setzen. Ausgang, Eingang, obere Grenze. Obere Grenze über 80, rücksetzen. Und diese Flip-Flop-Mimik mache ich dadurch, dass ich sage, wenn Setzen größer als R ist, dann erzeugen Setzen. Und das ist immer der Fall, wenn die untere Grenze unterschritten ist. Warum? Untere Grenze unterschritten. R ist ja aus, ist nichts rücksetzen. Setzen mitgesetzt. Das Setzen geht hier rein, einmal hier durch und erzeugt noch ein Setzen. Das kann man sehen. Eingangssignale zweimal setzen, Ausgang einmal setzen. Und wenn das Signal dann weg ist, dann hält es sich selber fest. So eine Art Selbsthalteschaltung, kann man sagen. Ja, Leute, die vielleicht mit Relais schon mal gearbeitet haben, können sich das gut vorstellen. Und möchte ich mit Eisen auch machen. Wir müssen das irgendwie auf unsere Signalleitung drauflegen. Eisen nach. Jawohl. Das läuft so vor sich hin. Vielleicht sind alle möglichen gefüllt. Und wenn wir alle gefüllt haben, dann haben wir Rücksetzen und dann springen die Lempkes um und gut ist. Jo, alles erledigt. Und warum ist jetzt nicht hier die Lampe an? Das ist Mucks. Es liegt einfach daran, der erzeugt natürlich auch ein Reset. Diese ganzen Setzsignale irritieren sich gegenseitig, weil das sind ja jetzt keine Leitungen, die nur in eine Richtung die Daten schießen, sondern das ist einfach ein Kabel mit einem Pegel drauf. Das muss ich miteinander entkoppeln, das mache ich einfach durch einen weiteren Kombinator. Ich sage dann, was immer hier ist, das nimmst du, gibst es an das Signalnetz weiter. Und was sollst du nehmen, wenn irgendetwas größer 0 ist, aber wenn ein Signal erzeugt wird, dann nimm es bitte und reiß einfach weiter. Ja, und was haben wir hier? Ja, hier sind ja auch nur 72 drin, hätten ja auch viel mehr sein müssen eigentlich. Das ist doof. Probieren wir es nochmal aus. Da haben nicht die beiden Rücksetzsignale sich gegenseitig irritiert. Das ist natürlich unelegant. Merken wir uns, wenn du Signalnetze hast, wo relativ viel drauf los ist, und das soll nur in eine Richtung gehen wie eine Diode, nimmt man einfach einen weiteren Kombinator, der die Signale auf der einen Seite annimmt, auf der anderen Seite ausgeht und nichts läuft zurück. Und jetzt das Lämpchen auch an und es sind auch mehr als 80 drin, wie geplant. Also wieder was gelernt. Das machen wir hier oben auch. Konsequenterweise merken wir es auch, wenn ich schon einen Trick mache, dann muss ich den Trick auch konsequent machen. Also Kabel weg. Rotes Kabel geht hier rein. Rotes Kabel geht hier hin. Einstellen, wenn irgendwas größer 0 ist, dann bitte das, was kommt, ausgeben. Klar. Und wie immer einen Test machen. Funktioniert's? Klick. Ja, funktioniert. Klack, funktioniert hier, funktioniert auch. Das ist ein wichtiger rechter Hinweis. Ich habe zu oft schon auch in realen Projekten, man baut das so zusammen, stellt Parameter ein und das wird dann schon fast funktionieren. Niemals, niemals, niemals alles testen. Gucken, ob es funktioniert. Gut, das hat also sehr schön funktioniert. Was ist das nächste, was wir optimieren können? Wir gucken uns das mal an und sagen, es wäre ja schön, wenn ich so ein Szenario angucke und sage, der Puffer ist voll, der wird gerade gefüllt, der wird gerade geleert, da ist zu wenig drin. Jetzt muss ich mir immer die Lämpchen angucken, sagen, wie die stehen und daraus kann ich erkennen, was der Zustand ist. Das ist viel zu kompliziert, vollkommen unnatürlich. Was macht man also dann? Bedienen und beobachten, einfachste Stufe der Automatisierung. Man macht Anzeigen, die man versteht. Was verstehen Menschen gut? Ampeln verstehen Menschen gut. Also machen wir eine kleine Ampel hin, die hat drei Zustände, wer hätte das gedacht? Rot, Gelb und Grün. Dass wir ein Lämpchen haben, das ist nicht so nah ran, ein bisschen weg, damit ihr die Kabel besser sehen könnt. Dann muss ich den an den an die Lampe. Ne, also drei Ausgänge. So, wenn das R gesetzt ist, wissen wir, ist genug drin. Dann sagen wir dem hier R gleich 1. Festlegen, grün, wir sind zufrieden. Muss man jetzt auch noch anschließen hier, das Ausgangssignal. Mal achte darauf, rotes Netz, wo diese Logik gemacht wird.
und grünen Kabel mache ich das andere. So, der Lampe sage ich, Farbe benutzen. Und wenn dann irgendwas da ist, was größer 0 ist, dann soll es bitte ansagen, es ist grün. Gleicher Kniff. Schließe ich hier an. So, dann sage ich, wenn setzen, gleich 1. Halb zu wenig. Rot. So, und wenn hier diese Rückkopplung ist, hier muss dann auch noch eine 1 sein, dann sage ich, wunderbar, hier kommt eine 1 hinten raus. S gleich 1 festlegen und dann möchte ich bitte ein Gelb sehen. Das sollte jetzt funktionieren. Probieren wir es natürlich wieder aus. Klick Rot, jawohl, Material kommt. Gelb, ah, grün genug ist da. Puffer, also den Förderer als Puffer leer machen. Das funktioniert. Und der Vorteil ist jetzt, wir sehen immer, wie viel Material wir nun wirklich drin haben. Brauchen nicht weiter darüber nachdenken und sagen, wenn grün ist, ist mein Puffer voll. Wenn rot ist, dann ist auf jeden Fall zu wenig drin. Und wenn gelb ist, jetzt aufgefüllt ist, jetzt was verbrauchen wir mal was und gucken, was dann passiert. Ich klaue Kabel. Kabel werden verbraucht. Es sinkt. Ah, jetzt geht es einfach raus. Das würde ich auch noch gerne erkennen. Und wie mache ich das? Einfacher Trick, einen Kombinator nehmen. Der Kombinator soll, sagen wir mal, rosa erzeugen. Rosa erzeugen. Und das rosa lege ich mal hier noch drauf. Fertig. Es gibt da eine Logik. Die linken Farben übersteuern die rechten Farben. Das heißt, wenn ich immer lila liefere und dann liefere ich dazu noch gleichzeitig grün, dann wird grün angezeigt. Wenn noch rot kommt, wird immer rot angezeigt. Das macht die Sache relativ einfach. Das heißt, wir sehen, wir sind jetzt gerade am Entleeren des Puffers. Ich nehme nur was raus hier. Produzieren fleißig, wieder weiter in Kabel. Aha, zu wenig drin, wird nachgefordert. Es ist rot. Füllt sich wieder auf, wird gelb. Geben wir der Sache noch eine Sekunde, wird grün. Förderer leerfahren. Fertig. Und zwar haben wir zwei Sachen implementiert. Eine etwas raffiniertere Logik, mit der wir mit weniger Kombinatoren das gleiche erreichen können. Wir haben gelernt, Signale zu entkoppeln, damit man eben Subnetze auch haben kann. Und wir haben gelernt, bedienen und beobachten, damit ich sehe, was da läuft. Danke, das war's. Bis zum vierten Teil.